Hallo, ich grüße euch, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute haben wir mal wieder ein besonderes Video. Okay, das sage ich, glaube ich, so bei jedem Video so gefühlt. Heute ist ein Video, da hat mich der SNES-Maniac herausgefordert, eine Retro-Panda-Quetzig-Folge zu machen. Ja, ihr Britti gehört, herausgefordert, nicht gewünscht, herausgefordert. Und zwar hat er nämlich genau dieses Spiel in einen Test verwurstet. Und sagen wir es mal so, es kam nicht sehr gut weg. Jetzt wo das hier so im Hintergrund so ein bisschen läuft, kann ich mir auch eventuell vorstellen, warum. Ja, und zum Schluss hat er dann quasi mich aufgefordert, dass ich da vielleicht auch mal drüber schaue. Aber ich habe so das leise Gefühl, da wird es keine zwei Meinungen zu dem Spiel gehen. Was ich in den Test gesehen habe, das hat mir eigentlich gereicht. Das Video habe ich euch natürlich übrigens verlinkt. Kurze Sache zu SNES Maniac, super Kanal. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr mal vorbeischauen und vielleicht sogar mal ein Abo dalassen. Der macht so schöne kleine Tests, so ähnlich wie ich, also schön so auf 4-5 Minuten maximal gestreckt, über ja, Super Nintendo Videos. Ich weiß, bei dem Namen Überraschung, ne? Ja, und ja, es geht um Balls 3D, natürlich ganz cool mit Z statt mit S geschrieben, wie man halt damals in den 90ern das gemacht hat, warum auch immer. Es war halt wesentlich cooler auf jeden Fall. Ja, und man hat halt versucht, so ein bisschen 3D zu machen und boah. Diese Musik, die geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich sag euch. Gucken wir mal. One Player, Two Player. Boah, stell euch mal vor, Two Player. Ihr habt da noch irgendwen anders, den ihr da reinziehen wollt. So, was haben wir hier? Also bla bla bla. Difficulty Medium. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Fighting-Spielen. Mal gucken, wie weit ich komme. In den Tests sprach er ja an, dass der erste Kampf relativ einfach ist. Gucken wir mal, Controller. Ach, den kann man sogar anpassen. Punch, Kick, Jump. Punch Kick. Für ein Kampfspiel, so Street Fighter mäßig oder sowas, ist das natürlich schon relativ dürftig. Punch Kick Jump. Was ist mit den anderen drei Tasten, die man hätte benutzen können? Hm? Vielleicht? Naja, gut, schauen wir mal rein. One Player. Wer hat diese Musik-Samples aufgenommen? Ganz ehrlich mal. Ui. Oh. Ui. Oh. Gott. Und es hört nicht auf. Ich dachte, wir sind hier beim... Was ist das? Auch hier. Warum hier so eine schöne Übersicht, ne? Ja, hier sieht man die Besonderheit. Man hat so, ja, wie der Name schon sagt, es hat alles mit Bällen gemacht. Und damit hat man versucht, so ein bisschen eine 3D-Optik hinzukriegen. Aber dadurch, wie man sieht, haben die alle nicht so wirklich Charakter. Okay, man sieht so ein paar sind ein bisschen breiter, sage ich mal. Das wird wahrscheinlich so sein, ne? Die breiter sind die langsam, machen halt mehr Schaden und nicht so die agilen. Ich spiele aber in solchen Spielen immer ganz gerne die agilen, muss ich sagen. Weil man da mit dem Buttonmeshen besser... Ja, machen wir einfach mal Turbo, ne? Turbo. Turbo Panda. Ich hab Angst. Turbo. Oh, es fängt schon an. Ich dachte, das wird irgendwie runtergezählt. Okay, da springe ich. Zack. Muss ich irgendwas dazu sagen? Wie war es, wenn das erste Match geht noch? Alter. Leute. Es spielt sich so, wie es aussieht. Sehr schwammig, sehr seltsam. Und ich sehe es auch gerade. Keine Ahnung, was der macht. War wahrscheinlich irgendeine Spezialattacke oder sowas. Aber ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Was das NES Maniac in seinem Test auch angesprochen hat, diese komischen Textnachrichten im Hintergrund. Was soll das? Da versuchte man so bewusst irgendwie edgy zu werden. Okay, wenn ich auf den drauf springe, so. Jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Mühe, in Anführungsstrichen. Zack, zack, zack. Zack. Ja. Man hat halt so überhaupt kein Gefühl, weil die das hier so eine Art Pseudo-3D machen, auch was das Level angeht, ne? Ich habe keine Ahnung übrigens, was ich mache, ob ich da jetzt irgendwelche Moves ausführe. Aber dadurch
man verliert voll das Gefühl, was jetzt treffen könnte und was nicht. Und was jetzt toll ist und... Hey. Ja, ich mache hier voll die geilen Tricks. Das ist alles voll gewollt. Ich habe keine Ahnung. Ich mesche einfach irgendwelche Buttons. In der Hoffnung, dass ich einigermaßen treffe. Also dadurch, dass es ja alle mit diesen Bällen ist, ist das alles schwammig. Anders kann ich das irgendwie nicht sagen. Es ist einfach schwammig. Und ja, man kann sagen, so wie es aussieht, nämlich schwammig, fühlt sich das Spielgefühl auch an. Und bei solchen Spielen ist es ja eigentlich eher so, dass die knackig sein sollen. Ne? Schön knackig so. Umf. Zack. Smell the mat. Okay, also die Matte soll da riechen. Self-sacrifice. Gott. Da haben die echt probiert, irgendwie so auf Krampf, irgendwie auf cool zu machen, oder? Also ich glaube, gut, in den 90ern, da musste ja alles edgy sein, ne, und so weiter. Das war gerade die, nach dem Man in Black. Haben die da eine Lizenz dafür? Oder können die einfach so angezeigt werden? Ja, komm. Ich will euch ja die zweite Runde zeigen hier. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die nochmal hier zu spielen. Komm. Und BAM! Naja. Lebensanzeige natürlich auch in Bällen, ne? Hey, billiger Trick hier. Vor allen Dingen war das halt durch diesen Artstyle, ne? Weiß man gar nicht. Ich krieche jetzt zum Beispiel, aber das sieht man halt auf den ersten Blick nicht, ne? Ich duck jetzt einfach und mache es einfach so. Da scheint er nicht mit klar zu kommen. Also die KI ist auch nicht unbedingt die beste anscheinend. Hey, ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ehrlich gesagt freuen soll oder nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein schlimmes Kampfspiel auf dem Super Nintendo gespielt. Auf dem Game Boy vielleicht, weil da sind viele auch ähnlich schwammig und nicht so doll, aber... Gegen Tsunami. Zack, komm her. Boah. Ach du Scheiße. Komm her. Und BAM! Habt ihr das gesehen? Alles voll gewollt. Ich hab nämlich... okay, ich geb's zu. Ich habe stundenlang die Kombos recherchiert vorher und auswendig gelernt. Alter. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es wird kein langes Video wie bei Barbie. So 20 Minuten oder so. Weil es ist sehr ungeil. Sagen wir es mal so. Es macht einfach keinen Spaß. Nicht mehr ansatzweise. Oh, ich habe verloren. Schade. Okay, noch eine Runde haben wir noch auf jeden Fall. Ey, das wird ein kurzes Video. Tut mir leid, aber... Ach, diese Musik im Hintergrund. Gut, nicht ganz so schlimm wie die aus dem Menü. Auch die Soundeffekte sind irgendwie nicht so geil, ne? Balsai. Okay, das ist wahrscheinlich hier Banzai. Ich weiß nicht, ich spiele das hier mit einem Emulator, weil ich das natürlich leider nicht in meiner Sammlung habe. Ich habe jetzt nur eine US-Version dazu gefunden. Ich weiß nicht, ist das in Europa nicht erschienen? Weil das wäre echt schade, ne? Aber ich sammle ja leider nur PAL-Module. Das wäre echt schade. Ich habe verloren. Na gut, okay. Eine Runde mit einem Kämpfer, mit einem anderen Kämpfer probiere ich noch, ne? Oh, Continuous Left. Ich drück mal nix, weil ich will kein Continue. Ich habe Start gedrückt. Okay, probieren wir es nochmal. Dann doch kein anderer Kämpfer. Hab ich da. Guck, ich kann fliegen. Was ist das denn? Also die Übersicht ist überhaupt nicht da. Durch diese Balloptik hat man einfach kein Gefühl für irgendwelche Körper. Der macht mich hier fertig, ohne dass ich was... Tonzo Ostrich. Also den Vogelstrauß der Torten, also beleidigen. Was? Was für Drogen haben die genommen? Oh,
von der Idee her ist die, mag die Technik auf dem Papier ja gar nicht so eine verkehrte Idee gewesen zu sein, ne? Aber, alter Leute. Macht aber ein vernünftiges Spiel da draus und nicht so ein... Wahrscheinlich, die hatten die Idee für diese Technik, dass sie so ein bisschen 3D machen wollten, um ein bisschen frisch zu wirken, nehme ich mal an. Dann haben sie halt geguckt, okay, diese Kampfspiele, die sind momentan der letzte heiße Scheiß. Also haben die versucht, das zu machen. Ja, ja, komm! Macht keinen Spaß, es macht einfach keinen Spaß. Ich hätte doch noch 2,5 Lebensbälle. Lebensbälle? Keine Ahnung, wie man das heißt. Denn das müsste ja doch eigentlich schon längst drum sein müssen, oder? Vor allem, dass ein Kampf nicht angezählt wird. Das ist auch irgendwie nicht so geil. Ja, hallo. Steh mal auf. Umpf, ja. Also, ich habe ja schon einige Scheißspiele gespielt, aber ich sag's ungern, aber da ist sogar fast Rise of the Robots besser als das hier, habe ich das Gefühl. Ich werde mich rächen, lieber SNES Maniac. Ich werde mich rächen. Ich weiß noch nicht, wie und warum. Aber da kommst du mir nicht weg. Aber ich habe die Herausforderung natürlich gerne angenommen. Also, wenn ihr auch noch irgendwelche Wünsche habt für diese Serie, also Spiele 16 oder 8-Bit, die schlecht sind. Oder irgendwelche Kindheitstraumata bei euch ausgelöst haben, weil die so schlecht sind. Einfach in die Kommentare, ich schaue mir das gerne mal an und mal gucken, ob wir denn quasi mit meiner Meinung nach auf das gleiche Ergebnis kommen. Im Zweifel ja, aber man weiß ja nie, ne? Also ihr fantastischen Menschen, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.